Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily Nummer 35 für Mittwoch, den 17. Januar. Heute habe ich eine ordentliche Handvoll Themen und zwar Google Maps, bald auch mit Parkinfos. Instagram Live-Videos sind jetzt gestartet. Android Wear 2.0 soll am 9. Februar veröffentlicht werden. Dann hat Amazon Kanada eine Strafe zahlen müssen. Super Mario Run steht mit einem Event an. Alle Berliner U-Bahnhöfe bekommen eine WLAN-Versorgung. Nest kommt nach Deutschland. Und Wein wird heute bzw. gestern abgeschaltet. Gut, fangen wir mit Google Maps an. Die bekommen jetzt anscheinend eine Zusatzfunktion, an der man die Parksituation vor Ort sehen kann, wenn man einen Trip plant. Auf jeden Fall wurde das jetzt in einer Beta-Version der App für Android entdeckt. Und ja, also man plant entsprechend seine Route von A nach B und bekommt zusätzlich eine Information zum Parken. Dabei aber auch nur eine Übersicht, ob das nun einfach, mittelschwer oder sehr beschränkt vor Ort möglich ist. Woraus die Daten überhaupt kommen, das ist jetzt noch nicht bekannt, aber auf jeden Fall finde ich das eine sehr gute Funktion, denn Parken wird ja immer mehr zu einem Problem und da muss sich technologiemäßig auch etwas tun. Deswegen spannendes Thema, ich bleibe da dran. Ein ganz interessantes Thema ist jetzt wirklich zack von heute auf morgen live geschaltet worden und das sind nämlich Live-Videos bei Instagram in den Instagram Stories. Die sind schon seit ein paar Wochen beziehungsweise auch schon über einen Monat für ein paar Leute in Amerika freigeschaltet gewesen, aber nun auch in Deutschland. Das heißt, wenn man in dem Snapchat-Klon von Instagram in den Instagram Stories ist, dann kann man dort nun ein Live-Video starten und dann live on air gehen sozusagen. Und wenn dann das Ganze gestoppt wird, dann ist es auch weg. Also hier ist wirklich live is live. Und ja, probiert's mal aus. Ich gucke mir das auch mal dieser Tage an in Ruhe. Für die, die eine Android Smartwatch haben, die mit Android Wear betrieben wird, die können sich jetzt nun den 9. Februar markieren, denn dann wird die Version 2.0 des mobilen Betriebssystems veröffentlicht. Ob das dann für die jeweilige Uhr überhaupt möglich ist zu installieren, steht auf einem ganz anderen Blatt, denn das übliche Android-Problem, nicht alles ist rückwärtskompatibel und teilweise noch niemals zu einem aktuellen Gerät. Von daher, also die es brauchen und haben können, die haben Glück am 9. Februar. Alle anderen gucken dann sowieso in die Röhre und müssen sich eventuell ein neues Gerät kaufen. In die Röhre gucken, beziehungsweise eher in die Irre führen, das hat Amazon gemacht und zwar in Kanada. Dort haben sie nämlich mit Aktionspreisen geworben und diese mit Listenpreisen verglichen. Und das war wohl nicht so ganz koscher und die kanadische Wettbewerbsbehörde, die hat nun dem Ganzen nicht nur einen Riegel vorgeschrieben, sondern gesagt, das ist falsch und das muss bestraft werden. Und die haben dafür eine 1 Million kanadischer Dollar, das entspricht ein bisschen was über 700.000 Euro, an Strafen verhängt und Amazon hat auch gezahlt, hat es eingesehen und verspricht, das in Zukunft anders zu handhaben. Super Mario Run, ganz anderes Thema. Das Spiel, was man dann direkt auch mehr oder weniger kaufen muss, weil Free-to-Play ist da nicht so viel drin, wurde auch entsprechend schlecht bewertet, hat, glaube ich, zur Zeit knapp 2,5 Sterne so im Schnitt in der Bewertung oder noch weniger im App Store von Apple. Da versucht jetzt Nintendo ein bisschen gegenzurudern und eine Aktion zu starten, ähnlich wie es auch Aktionen bei Pokémon Go gab. Und da steht jetzt bald eine Aktion an für ein Event. Ich selber bin ja kein Super Mario Run Spieler, von daher kann ich es auch nur überhaupt nur bedingt beurteilen. Da gibt es die Todd Rally und da werden dann bis zum 26. Januar entsprechend die Münzen, die man da sammelt, um den Faktor 1,5 multipliziert. Ob das jetzt so begeisternd ist oder so viel bringt, müsst ihr selber entscheiden, wenn ihr Super Mario Run spielt. Aber für die spielen, auf jeden Fall 1,5-fach Münzen einfach mal mitnehmen. Kann man machen.
Die Berliner U-Bahnhöfe, die bekommen alle WLAN. Also wirklich alle bis Ende 2018 und alle bedeutet 173 U-Bahnhöfe. Sie sollen vollständig ausgestattet und ausgebaut sein, dass man da Zugriff auf WLAN hat. Das ist jetzt schon teilweise möglich. Und ja, ich finde das eine total gute Initiative. Die wird vielen Städten ja gut zu Gesicht stehen, unter anderem auch meiner Stadt Dortmund. Aber auch, müssen auch gar nicht mal nur über Deutschland reden. Ja, im Ausland ist WLAN oft, also freies WLAN oft viel einfacher verfügbar. Und ein paar gibt es halt auch, wo es in den U-Bahnen super funktioniert. Aber in vielen sind gerade die öffentlichen Verkehrsmittel noch stiefmütterlich behandelt worden. Und gerade da, wenn man auch alleine unterwegs ist, möchte man vielleicht ein bisschen surfen, was nachgucken, was lesen, da macht das Sinn. Und ja, Berlin macht jetzt hier den Vorreiter, finde ich gut, freue ich mich drauf. Und ab zum nächsten Thema. So, das nächste Thema ist Nest. Den kennt, also die Firma Nest, wurde von Google gekauft, die kennt auch vielleicht der ein oder andere, wurde gegründet damals von dem ehemaligen Macher des iPods von Apple. Und die machen halt Smart Home Devices, sind mit dem Thermostat damals an den Start gegangen, was auch wirklich super ist in der Usability. Dann gab es noch einen Rauchmelder und zuletzt auch noch eine Sicherheitskamera. Und die Geräte waren halt nie in Deutschland verfügbar. In Holland konnte man sie teilweise kaufen, auch in UK, also teilweise in Europa gab es die. Ich selber habe einen Rauchmelder aus den Staaten einfach mehr oder weniger so gekauft und der hat auch einwandfrei in Deutschland funktioniert, denn der arbeitet auch mit Batterien. Und ja, der Rauchmelder und die Sicherheitskameras, die kommen jetzt zum Start auch nach Deutschland. Finde ich ein bisschen, ja, jetzt nicht so der Brüller, denn gerade das Thermostat von Nest, das ist ein richtig geiles Teil und das kommt anscheinend eben nicht. Das Thermostat ist aber meines Wissens nach zum Beispiel auch in Holland schon längst erhältlich. Von daher, das raff ich nicht, wie die da jetzt rangehen, aber naja, vielleicht kommt es ja auch noch nach. Vielleicht haben da noch ein paar andere gute Geräte in Sachen Smart Home in der Pipeline. Gucken wir mal. Das letzte Thema am heutigen Tage, das ist das Thema Vine, der Kurzvideodienst von Twitter, wurde heute oder gestern, je nachdem wie man es sieht, eingestellt. Also kommt immer auf die Zeit an, wann ihr das auch hört. Ja, und in welcher Zeitzone ihr seid. Man konnte noch seine Videos retten. Da ist eventuell jetzt, wenn ihr das hört, schon Schicht im Schacht. Und es wurde aber auch gesagt, es wird eine neue App geben. Ob die jetzt heute dann auch kommt, nach der Einstellung des Ursprungsdienstes, die neue App mit einer anderen Ausrichtung, so richtig weiß man das nicht. Ihr könnt euch den Artikel gerne durchlesen, den ich in den Shownotes verlinkt habe. Guckt einfach rein, wenn Wein für euch ein Thema ist und ich drücke euch die Daumen, dass ihr eure Videos gesichert habt, falls ihr viel auf Wein gemacht habt und es ja, bedauert habt, dass die Plattform eingestellt wird. Das war es dann auch eigentlich schon für heute. Wie gesagt, wir haben alle Links in den Shownotes, fahren ja heute durchaus ein paar Themen mehr. Ansonsten freue ich mich, euch ja, morgen hier wieder zu begrüßen, wenn ihr zuhören möchtet. Und sage danke für heute fürs Zuhören und bis morgen. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.